Ein herzliches Hallo und willkommen zurück. Heute befassen wir uns mit Folklore für den Sammler. Was ist Folklore? Ganz einfach, wenn ihr nachguckt. In eurem Sammlernotizbuch findet ihr ganz unten Folklore. Da sind im Moment keine Einträge vorhanden. Heute werden wir uns das gemeinsam ansehen, wie ich die bekomme. Und zwar, ich habe schon mal ein bisschen vorgeguckt. Wir brauchen 99 von den Rowena Markenblaue Sammeln. Das seht ihr hier. 93 habe ich schon. Das heißt, die restlichen fehlen mir noch. Wo bekomme ich die? Wir sind hier in Frohnhalde auf X5, Y6. Hier bei der Sammlerstückhändlerin. Tausche ich noch meine restlichen Sammlerstücke ein. Ich habe ein bisschen vorgesammelt. Und zwar werde ich noch meinen Kuprit tauschen. 3 Stück. Wie die Rotation ist, habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt. Ebenso den Mörkel hier. Der ist halt mit Stern. Das heißt, es gibt sogar mehr Scheine dafür. Wir haben jetzt alle umgetauscht. Gucken wir kurz nach unter Vermögen, unter Sonstiges. Ich habe jetzt 411 Sammlerscheine. Die tausche ich jetzt um bei der Dame daneben, bei der Scheinewechslerin. Und zwar blaue Sammlerscheine. Unter anderes tausche ich jetzt meine restlichen ein. Ihr seht, ich habe jetzt genau 101 Stück. Liegen im Inventar. Somit haben wir die 99 voll. Dann laufen wir auf die andere Seite, wo wir auch die Gunst Nalgalds zum Beispiel gekauft haben, beziehungsweise getauscht haben. Hier laufen wir schon mal hoch zur Wunderwarenhändlerin. Und hier unter Sammlergegenstände, wo wir auch letztens die Gunst Nalgalds besorgt haben. Hier können wir die Bergbau- und Botanik-Almanache kaufen, genauso wie vom Fischer, also die drei. Ich gucke jetzt nur auf meiner Liste nach. Die Liste findet ihr auch im Link unten drinnen. Ich habe mich entschieden, und zwar für den Bergbau-Almanach, und zwar für, mal gucken, für Travania. Das heißt, den travanischen Bergbau-Almanach. Warum einfach Bergbau? Weil ich hier schon das 180er-Tool habe. Und weil laut meiner Liste dort bekomme ich auch Königgold, Erz und was ist das zweite, und blauen Quarz. Das heißt, wir tauschen das jetzt mal um. Wunderbar. Bekomme natürlich auch das Informationsfeld. Gucken wir ins Inventar hinein. Hier ist der Bergbau-Almanach, den werden wir jetzt benutzen. Somit wurde im Sammlernotizbuch der travanische Bergbau-Almanach hinzugefügt. Gucken wir gleich nach. Und tatsächlich unter Folklore haben wir hier Königsgolderz und blauen Quarz. Hier natürlich mit Fragezeichen beides, weil wir müssen uns wieder an Zeiten halten und auch an bestimmte Positionen. Ich gucke mal schnell nach, wann Königserz ist, und zwar das ist um 5 Uhr früh. Also so jetzt gerade, das heißt, das schaffen wir nicht mehr. Was wir aber schaffen, ist den blauen Quarz, denn der ist um 7 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt ins travanische Hinterland gehen und wir sehen uns gleich. Wir sind jetzt im travanischen Hinterland. Um 7 Uhr sollte die Not aufgehen. Ich gehe es nur mal kurz durch, und zwar was die Attribute betrifft. Man braucht Minimum 600 Sammelgeschick, wenn man mit einem Schlag aufmachen will, 650 Sammelgeschick, somit ich habe 669. Und Wahrnehmung Minimum 645 für HQ, wir haben 651. Normalerweise müsste das wunderbar ausgehen. Wir warten jetzt noch kurz. Bin gespannt, wie die Not aufgeht, ob das als normale Not oder als versteckte Not aufgeht. Wir haben wieder Tellurische Enthüllung aktiviert. Das einzige Sammelgespür werde ich jetzt natürlich abschalten, weil wir wollen es
dadurch, dass wir es das erste Mal machen, abbauen. Gucken wir mal hier, wir hätten es Königgold Erz auch als rotes Sammlerstück. Für rote Scheine brauchen wir aber nicht mal, mit Adamantium Erz kommen wir wunderbar hin. Mal gucken. Wir werden es jetzt mal normal abbauen. Okay, das ist aufgegangen. Okay, legendärer Steinbruch. Und zwar der blaue Quarz müsste auf Slot 7 sein. Das heißt, wir werden jetzt den mal aufmachen. Okay, das heißt, jetzt, da wir es das erste Mal machen, müssen wir aber ein bisschen nachhelfen. Wie wir sehen, wunderbar. Wir hätten noch 7% Akku. Die können wir jetzt ganz normal abbauen. Also verhält sich wie eine ganz normale Node. Okay. So, das war mal das erste. Ich werde dann noch das Königsgolderz probieren. Sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich. Es ist kurz vor 5 Uhr früh. Bin im wallenden Nebel auf 11.38. Bitte seht auch ganz genau in der Liste nach. Es ist so, dass diese Nodes nur alle 24 Erosea-Stunden kommen und nicht alle 12. Wie zum Beispiel bei den Sammlerstücken. Somit bitte genau lesen, es gibt AM und PM Zeiten, AM Vormittag, PM Nachmittag. Ihr seht jetzt die Node aufgegangen. Gleich mal hin. Sorry. So, wieder legendäre Lagerstätte, wunderbar. Mal gucken, Königsgolderz Slot Nummer 6, sind wir schon somit mit einem Schlag aufgemacht. Hier, da es ja auch das erste Mal ist, wieder mit scharfer Blick 3 nachhelfen. Okay, wir haben 7%, das heißt, ich habe noch Platz, wir werden noch die HQ erhöhen und werden jetzt ganz normal abbauen. Königsgolderz, sehr wichtig für die Crafter, die 2 Sterne craften wollen. Sehr gut. Ja, wunderbar. Somit hoffe ich, ich habe euch wieder ein bisschen was gezeigt, was die Folklore betrifft. Ist natürlich schon viel Aufwand, also wenn man 3 Bücher für jeden Sammler braucht, also 9 Bücher komplett, 9x99, blaue Scheine ist schon ein riesen Aufwand, also Square Enix will uns da echt eine Zeit lang beschäftigen, ebenso wie mit den roten Sammlerscheinen für Handwerker und Sammler, aber wie gesagt, hilft eh nichts, wenn wir es haben wollen, müssen wir es machen. Somit wünsche euch alles Gute dabei, bleibt dran, bis zum nächsten Mal, euer Charles.